Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kraftattack mit eurer absoluten Lieblingskatze. Und heute geht es erstmal los und zwar ist das hier passiert. Und wie das Ganze passiert ist, das zeige ich euch jetzt. Nachdem wir das geschafft haben, müssen wir jetzt eine neue Sache machen. Und zwar habe ich heute ein bisschen Schabernack vor. Und den Schabernack müssen wir natürlich erstmal vorbereiten. Wir brauchen dafür Gravel. Wir brauchen Sand. Oh, ich sehe gerade, wir haben all das. Also geht's los. Zuerst brauchen wir unsere Elytra und müssen einen Ort suchen. Und zwar Elytra Rito. Benutzen wir mal ganz kurz, um nach da außen zu fliegen. Ich habe zweimal gerechtsklickt. Das macht mich traurig, weil das bedeutet, wir haben eine Rakete verschwendet. Das ist nicht so fein. So. Wir sind hier ja in einem Snowbiom, beziehungsweise in einem, nennen wir es mal, Frostbiom. Und das Frostbiom hat den Vorteil, dass man es nutzen kann für den ein oder anderen Käse. In dem Fall hier ist es so, dass über dem Wasser bzw. unter dem Wasser nicht so extrem viel Platz ist bzw. so extrem viel zu tun ist. Und jetzt müssen wir mit dieser Map einfach nur eine Menge Glück haben und hoffen, dass wir da größtenteils Wasser drauf haben. Es ist sehr gut. Wir haben wirklich nur Wasser drauf. Das ist eine ordentliche Geschichte, Menschen. Das bedeutet, wir können mit der Map hier ungefähr abstecken. Das hier ist es. Bedeutet der Frontteil hiervon bis zu dem Teil hier. Hey, das ist machbar. Und wir müssen jetzt eine einzige Fläche bauen. Bedeutet, lasst mich mal ganz kurz unsere Rohstoffe dafür holen und dann geht jetzt mal ein bisschen Käse los. Bis gleich. So Menschen, wir sind jetzt hier und wir können jetzt theoretisch zwei verschiedene Wege gehen. Ich gehe den Weg, der ein bisschen mehr Arbeit bedeutet, aber gleichzeitig auch ein bisschen mehr Loot bedeutet. Und zwar werden wir unsere kompletten Eis, also unser komplettes Eis, das hier drin sein könnte, gleichzeitig noch abbauen. Ich glaube nicht, dass wir das auf einen Schlag hinbekommen, aber wir werden auf jeden Fall eine Menge davon dadurch jetzt abbauen. Und was getan werden soll, beziehungsweise was von uns getan werden wird, ist, dass wir das Ganze hier mit Concrete füllen. Jetzt ist der Gag, wenn man Concrete ins Wasser wirft, wird der Block hier an der Stelle automatisch solid. Das bedeutet, wenn wir das jetzt angucken, sehen wir auf der Karte, dass hier jetzt so ein kleines Solid, gut, wir sehen es jetzt natürlich nicht, dass hier so ein kleines solid Ding ist, bedeutet, wir müssen mal ganz kurz gucken, dass wir noch in der Karte drin sind, wenn wir so machen. So,
Und ich glaube, das könnte sogar schon einer der letzten Blöcke sein, den wir brauchen. Ich glaube, einen noch. Haben wir da jetzt noch ein kleines Stückchen Blau? Ich glaube, ein klitzekleines Stückchen Blau haben wir noch. Da ist auf jeden Fall der letzte, den wir brauchen. Jetzt können wir da hier nach rechts klicken und gucken, ob wir das jetzt drauf haben. Ja, bedeutet, das ist der letzte Teil, den man brauchen könnte. Und diesen kompletten Teil hier, den müssen wir jetzt einmal komplett außen rumziehen und müssen danach auch den Teil innen drinnen füllen. Das bedeutet im Endeffekt, wir müssen nicht nur gleich den kompletten Eisteil hiervon abbauen, was ja schon einigermaßen lange dauern könnte, sondern wir müssen auch später noch den kompletten Teil auf der Wasserebene füllen. Darunter nicht, nur auf der Wasserebene, das ist vollkommen legitim, das reicht auch vollkommen, das so zu machen. 1, 2. Okay, wir sind eindeutig ein paar Blöcke zu weit eigentlich, aber wir sind hier noch ein Block zu wenig, so wie es aussieht. Hallo Eisbär. So, ist das richtig? Ja. Yep. Und jetzt geht's theoretisch in diese Richtung und wir müssen versuchen dann damit, das war... Hi, mein Name ist Katze, wie geht's dir? Der Eisbär da vorne hatte ich bestimmt gern. Tut mir leid, Eisbär. Oder ist noch einer? Ich habe das Gefühl, ich werde hier von Drowned geknuddelt. Wie lösen wir dann das Problemchen vielleicht mit einem Bettchen? So. Und gebettet. So muss das. Und am liebsten hätte ich aber, wenn ich ehrlich bin, mein Bett auch wieder. Dankeschön. So. Wir machen das jetzt einmal außenrum und wenn wir einen Rahmen haben, zeige ich euch nochmal ganz kurz, was es jetzt ist, wie groß das Gebiet ist und dann zeige ich euch, was wir damit anstellen können. Bis gleich. Nämlich der Eisbergnudeln. Nein. Ich hab nein gesagt. Geh weg. Geh weg. Das wird dir leid tun, wenn du jetzt nicht weggehst. Geh weg. Ich will keine Eisbären verkloppen. Du bist eigentlich voll lieb. Da, Bett. Sitz. Böses Eisbär. Dein Papa tut mir weh. Hilf mir. Hallo? Shepard's bei dir. Geh weg. Geh weg. Nope. Sitz. Haben wir's jetzt? Sitz, habe ich gesagt. Ihr seid doof. Ja, nicht schon schwierig genug, in einem Eisbiom zu bauen, weil die ganze Zeit das hier kaputt geht oder das hier passiert. Stehendes Wasser, das an Blöcke direkt aneckt, ist nämlich umgewandelt automatisch. Hast du mich jetzt wirklich verfolgt? Ob du doof bist, habe ich gefragt. Sitz. Sitz. Kommst du gerade wieder? Sitz! Ich knurr gleich. Geh dich verbuddeln. Ich versteh's, du willst dein Baby beschützen, aber... Hörst du jetzt auf? Wenn du mich noch einmal tunkst, ey. Es geht noch ein Stück. Bist du jetzt fertig? Hast es jetzt? Ja? Okay. Da bin ich aber... Jetzt reicht's. Er hat den Unfall. Es war unvermeidlich. Absolut unvermeidlich. Er hat dir gesehen, der ist auf dem Concrete ausgerutscht. Der ist ganz schlimm gewesen. Ja, ja. Kreis herum. Kreis herum. Der Kreis ist ein Viereck, aber das ist auch nicht schlimm. Feine Katze. Feine Katze. Feine Katze ist feine Katze. Und ihr seht schon, wir haben hier jetzt einen kompletten Kreis außenrum gezogen. Ein Umriss gezogen, würde man sagen. Jetzt müssen wir es nur noch komplett füllen. Lull. Und dafür müssen wir es komplett aufbuddeln. Lull. Und ja, das ist im Endeffekt jetzt das, was wir so teilweise noch machen werden, auch zusätzlich. Wir werden nochmal zusätzlich ein paar Segmente machen, die wir hier machen müssen. Hier ungefähr nochmal eins in die Mitte und so weiter. Und das nach und nach füllen. So ist es nämlich fein. Ja, ja, ja. Endlich mal wieder Gründe, ganz viele Materialien zu farmen. Wir haben sonst nämlich keine Sachen, wo wir viele Sachen aushöhlen oder ausbauen müssen. Ne? Nun. So sieht das also aus, wenn hier so viel Zeug rumliegt. Jetzt wissen wir das auch. Die Frage ist nur, können wir uns das leisten, das hier einfach liegen zu lassen? Ich glaube nein. Also müssen wir es jetzt auch noch insgesamt einfach weiter einsammeln.
Unsere Pickaxe ist fast kaputt. Bedeutet im Endeffekt, wir müssen mal ganz kurz reparieren gehen. Und wir sind momentan, glaube ich, noch nicht mal mit dem größten Berg der Karte fertig. Oder sind wir gerade unter dem größten Berg der Karte? Wir sind unter dem größten Berg der Karte gewesen. Okay, bedeutet, wir haben hier schon mal den unteren Teil angefangen. Jetzt können wir nach und nach anfangen, ihn von oben ebenfalls abzutragen. Der Teil da vorne, können wir den theoretisch noch machen? Ja, ja, 353. Reicht noch für jede Menge. Okay, das bedeutet im Endeffekt, wir machen noch den unteren Teil davon fertig. Dann reparieren wir unsere Pickaxe. Und dann ist es unsere Aufgabe, nochmal zu schauen, ob wir vielleicht jetzt mehr Concrete, heißt das nicht, Catrian, mehr Concrete bauen können oder nicht. Weil der Concrete, den wir haben, reicht halt auf gar keinen Fall für irgendwas. Aber erstmal wird die Pickaxe repariert, damit das Ganze in Zukunft kein größeres Problem mehr darstellt. Und wir können auch währenddessen mal gucken, dass wir den Boden dahingehend so weit auffüllen, dass wir hierauf stehend später problemlos alles auffüllen können. Auf jeden Fall an solchen Stellen hier. Browns sind ja auch regelmäßig noch unterwegs, aber das ist nicht das Problem. Die sind handzahm, nennen wir sie mal. Die Eisbären machen mir immer wieder mal einen Schreck. Weil mal greifen sie einen an, mal greifen sie einen nicht an. Ich glaube, der greift einen nur an, wenn das Kind in der Nähe ist. Aber selbst wenn, er hat es halt gemacht, ist dann dabei aus Versehen gestolpert. Also, selbst der Eisbär bleibt dort. Fein, fein, ja, ja, ja. Okay, dann wird feine Katze jetzt einfach mal das Zeug hier restlich zumachen. Und dann sehen wir uns gleich mit einer reparierten Pickaxe und vielleicht Level 300 wieder. Wer weiß. Bis gleich. Also, es ist nicht so, als hätte ich jetzt gerade eben die Pickaxe nicht komplett aufgefüllt, aber irgendwie hat das nicht lang gehalten. Dafür ist der große Berg und der andere Bergteil weg. Also, wir sind jetzt momentan an dem Status hier. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es wird noch ein bisschen dauern, bis wir komplett fertig sind. Vor allem, weil das Ding da vorne noch existiert. Das müssen wir auch noch komplett wegmachen. Und wir sind schon wieder komplett voll. Wir sollten hier mal ein bisschen White Concrete verteilen, in der Hoffnung, dass das Ganze gleich funktioniert, würde ich sagen, oder? Das alles da rein. Und dann geht es jetzt gleich weiter, indem wir noch ein bisschen Concrete platzieren. Dann hoffen wir mal, dass das gut funktioniert. Sonst haben wir ein kleines Problemchen. Nice. Schalkerbox war zu schwer. Gut, dann wird jetzt ein bisschen Concrete platziert. Nice. Wir sind gerade wieder am Reparieren unserer kleinen, knuffigen ganzen Werkzeuge und wir sind damit jetzt auch gleich, ich glaube, sobald wir hier den letzten EP-Bolzen aufnehmen. Ja, okay, wir brauchen noch einen Durchgang. Aber der Durchgang sollte jetzt reichen, um uns danach Level 300 werden zu lassen. Da ist er. Wir haben Level 300, Menschen. Eine wundervolle Levelanzahl. 300 Level haben ist doch auf jeden Fall schon mal ein Beginning, ne? Würde sagen, Level 400 ist bald da. Nice. So weit sind wir bis jetzt gekommen. Wir haben alles abgetragen, bis auf der Eisteil, der sich natürlich immer an Solid Blocks gleichzeitig mitgründet. Aber das ist ja nicht das Problem. Und wir müssen sagen, es sieht schon gar nicht schlecht aus, aber wir haben momentan kein Concrete mehr. Bedeutet, das müssen wir im Laufe der Zeit noch eher bauen oder eher farmen. Erfahren, hast du das Wort? Wir nehmen jetzt auch momentan kein Eis mehr mit, weil wir brauchen keins mehr. Wir haben drei Schalkerboxen plus eine komplette Doppelkiste voll mit Eis. Ja. Das fasst ungefähr zusammen. Was ebenfalls jetzt dann später noch fertig gemacht werden muss, ist eben die Tatsache, dass wir hier noch ausleuchten müssen. An den Rändern. Können wir allgemein mal machen. Und hoffen, dass wir damit wenigstens ein bisschen gerade an den Stellen den Eis-Generationsteil wegbekommen. Oh, da bums bei mir. Oh, hast du mir gerade einen Drive-By geben wollen? Das ist äußerst unhöflich. Ah, okay, hier vorne ist schon mal nichts, was mich. Hier vorne ist nichts, was mich gerade Puddy macht. Ich glaube, das da vorne macht jetzt das Eis gerade futsch. Wenn das da vorne das Eis futsch macht, ja, müsste so sein, oder? Müsste gerade despawnen teilweise. Ins Wasser mit dem doofen Creeper. Hier vorne ist auch noch mal eine Stelle, wo das passiert. Bedeutet auch hier, machen wir ganz kurz Ausleuchti-Beuchti. Und dann finde ich das gar nicht so schlecht. Das kann jetzt gerade mal so bleiben, wie es jetzt gerade ist. Das Wasser unter Tage brauchen wir natürlich nicht. Wir müssen es nur einmal abdecken. Und dann kommt früher oder später unsere komplette Karte hier richtig ausgeleuchtet rüber. Ne? So muss das sein.
Und einfach damit es hier jetzt nicht allzu unangenehm für uns wird, fliegen wir nach Hause. Und schauen mal zu Hause, was wir uns da vielleicht an Beschaffung für Concrete so alles leisten können. Aber ich glaube, das wird auch gar nicht mehr so viel sein. Und ich glaube auch, dass die Folge nicht mehr so lange geht, weil wir sind schon ein paar Stündchen dran, das ganze Gebiet dort auszubauen. Ist jetzt natürlich ein bisschen doof, ihr habt sehr wenig davon gesehen, aber ihr hattet ja den Timelapse noch zusätzlich. Also wir haben allgemein unglaublich viel Zeit heute investiert und man sieht übrigens da auch, wie gut wir ausgeleuchtet haben. Denn hier spawnt eine Menge an Mobs oberirdisch, obwohl unterirdisch halt auch eine Menge Tunnelsysteme existieren. Das ist eigentlich eine ganz nette Geschichte. Jupp. So, jetzt erst einmal Larfi gehen, danach kurz die Sachen wegräumen und nochmal ganz kurz unser Zeug reparieren und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.